Guten Morgen. Shalom Hayom. Ich freue mich, dass ihr euch wieder dazugeschaltet habt. Wir wollen gleich anfangen und Torah lernen. Es ist immer gut, den Morgen so zu beginnen, uns zu besinnen, was hat uns Hashem eigentlich zu sagen. Eine ganz konkrete Leitung für den Tag zu haben und uns auch unter diese Leitung zu stellen, unsere Gedanken auszurichten und gerade in den Tagen zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur sollten wir das ganz bewusst tun. Machen wir sowieso immer, aber wir haben verschiedene Stufen des Bewusstseins und das ist dran in diesen Tagen, mit Bewusstsein zu schauen, was möchte Hashem, was sollen wir tun. Also zunächst die Bracha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu lazok b'divrei Torah. Amen. Wir befinden uns, wie wir alle schon wissen, in den ehrfurchtsgebietenden Tagen. Die Tage zwischen Yom Kippur und Rosh Hashanah. Wir haben in dieser Woche schon einiges gehört darüber, über Vergebung. Das ist ja unser großes Thema in dieser Woche, die große Überschrift. Und wir haben auch gelernt, dass Vergebung nicht vom Himmel fällt, sondern es ist ein Prozess. Wir haben gelernt, es ist eine Institution. Umkehr gehört unbedingt dazu, die Hashem schon vor Grundlegung der Welt eingerichtet hat. Alle Propheten rufen zur Umkehr. Das ist der erste Schritt. Stopp, hier geht es jetzt bitte nicht mehr weiter. Denk mal nach, was du tust. Kehr um zu Hashem. Und Baruch hat gestern wunderbar die verschiedenen Stufen der Umkehr uns nahegebracht. Und dann bitten wir um Vergebung und dann sind wir versöhnt. Und versöhnt sein mit Gott und mit dem Menschen bedeutet auch immer Heilung für uns selber. Es bedeutet auch ganz sein. Das hat Hashem gewollt, dass wir ganz sind, dass wir heil sind. Und nun möchte ich mit euch heute noch einen anderen Aspekt betrachten. Also gerade habe ich schon gesagt, alle Propheten rufen zur Umkehr und auch Johannan HaMetabel, Johannes der Täufer, ruft zur Umkehr. Als er kommt, sagt er, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und dann kommt Jeschua und er sagt genau das Gleiche. Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Buße tun, Umkehr, hat immer etwas zu tun mit Schuldbekenntnis, wie wir jetzt schon alle wissen. Und an Rosh Hashanah machen wir das. Und wenn wir dann fertig sind mit dem Rosh Hashanah Gottesdienst, dann sagen wir, möget ihr eingeschrieben und gesiegelt sein im Buche des Lebens. Warum eigentlich diese beiden Wünsche? Eingeschrieben und gesiegelt. Eingeschrieben zu Rosh Hashanah und gesiegelt zur Yom Kippur. Eigenartig, könnte das nicht gleich geschehen? Man ist eingeschrieben in der Liste sozusagen, Stempel drauf, fertig. Nein, es vergehen 10 Tage dazwischen und man muss etwas tun in diesen 10 Tagen. Ich habe überlegt, wie ich das euch nahe bringen kann, mit was, wie man das vergleichen könnte und hatte folgende Idee. Das ist ungefähr so wie der Führerschein auf Probe. Man hat also geübt, man hat ihn in der Tasche, aber auf Probe. Und wenn man sich nun grob fahrlässig verhält, und wie das aussieht, das ist natürlich nicht willkürlich, das ist von der Straßenverkehrsordnung definiert, dann ist man den Führerschein wieder los. Und jetzt übertragen wir das mal. Kann man sich in der Beziehung zu Hashem auch grob fahrlässig verhalten? So dass man den Stempel dann eben nachher nicht kriegt? Und die Frage ist, wie wird das Ganze definiert? Ja, es ist definiert, und zwar in dem Gebot der Nächstenliebe. Du sollst den Ewigen, dein Gott, lieben und deinen Nächsten wie sich selbst, wie dich selbst. Und grob fahrlässig ist dann, wenn ich sage, ich liebe Gott, aber mein Verhalten meinem Nächsten gegenüber ist geprägt von Lieblosigkeit. Ich liebe meinen Nächsten dann nämlich eben nicht. Und damit sind wir angekommen bei der Lesung, nicht bei der, bei einer Lesung von Yom Kippur. Dort lesen wir nämlich aus dem Propheten Jeschajahu.
In Kapitel 57, Vers 14, und er spricht: Bahnet, bahnet, räumet den Weg, hebet jeden Anstoß auf den Weg meines Volkes. Tja, der Anstoß, den wir wegräumen sollen, was ist das? Aschi sagt, das sind alle bösen Gedanken und natürlich auch den bösen Trieb, der uns ja gerne dahin treibt, Böses zu denken. Und böse Gedanken haben wir meistens in Bezug auf unsere Mitmenschen. Und da sind wir alle gefragt, weg mit den bösen Gedanken. Schauen wir sie doch mit einem guten Auge an und denken nur Gutes über sie. Und dann erscheinen uns auch die schwierigen Mitmenschen plötzlich in einem anderen Licht. Und wenn wir Gutes über sie denken, dann stellen wir auch fest, aha, hier habe ich einen Fehler gemacht. Und dann gehen wir auf sie zu und bitten sie um Vergebung. Ein unbedingtes Muss zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur. Wenn wir den Text weiterlesen, dann stellen wir fest, dass Hashem unbedingt möchte, dass wir versöhnt leben, und er möchte unbedingt uns vergeben. Denn weiter dann im 18. Vers, im 57. Kapitel in Jeschajahu sehen wir: Seine Wege sah ich und ich will es heilen und es leiten und vollen Trost gewähren, ihm und seinen Trauernden, schaffend der Lippe Frucht, Friede, Friede dem Fernen wie dem Nahen, spricht der Ewige, und ich heile es. Also das steht, die Zusage von Hashem. So, und dann, wenn wir den Text weiterlesen, dann kommt der Prophet darauf zu sprechen, was diese, und jetzt in Anführungsstrichen, grobe Fahrlässigkeit ist, die Hashem erzürnt. Und ihr werdet gleich sehen, das hat unbedingt etwas mit der Liebe zum Nächsten zu tun, die eben nicht erfüllt wurde. Und dort lesen wir dann, es ist die Habgier und der Geiz. Und die Habgier und der Geiz, das lässt Hashem zornig werden. Was ist das eigentlich, Habgier und Geiz? Wenn man ganz genau hinguckt, dann hat das etwas mit Egoismus zu tun. Ich will das haben und ich will mehr haben, als mir zusteht. Und weil ich alles haben will, nehme ich den anderen etwas weg. Und dann bin ich auch noch geizig. Wenn ich dann genügend Schätze gesammelt habe, Schätze aller Art, dann gebe ich natürlich nichts ab. Und dann wache ich immer drauf, hoffentlich kommt keiner und will mir was abnehmen. Und wenn jemand etwas fordert, dann, naja, ich will ja nicht so ganz schlecht dastehen, gebe ich halt nur ein ganz kleines bisschen. Also Habgier und Geiz, Egoismus. Und Egoismus lässt mich den Mitmenschen nicht sehen. Dann schaue ich nur auf mich und kreise immer um mich. Und da kann ich ganz fromme Worte sagen, das funktioniert, das haben die bei Jesaja auch gemacht. Sie haben nämlich gebetet und gefastet und Hashem hat gesagt, das interessiert mich nicht, da gucke ich gar nicht hin, da habe ich überhaupt gar keinen Gefallen dran. Was macht ihr denn? Ihr seid nur mit euch selbst beschäftigt und den anderen vergesst ihr. Und dann sagt uns der Prophet Jeschajahu, was wir ansonsten machen wollen. Und da in den Versen, die ich euch jetzt vorlese, da kommt doch jetzt unser Vers vor, den ich euch heute mitgebracht habe. Ist nicht dies ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass man löse die Schlinge der Bosheit, dass man losmache die Knoten des Jochs und gewalttätig Behandelte als Freie entlasse? Und dass sie jedes Joch zersprengt? Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du verfolgte Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und deinem Fleische dich nicht entziehst? Also was möchte Hashem? Hashem möchte, dass wir uns unseren Mitmenschen zuwenden, weg vom Egoismus. Das ist es. Und dabei fangen wir bei unseren eigenen Verwandten an. Vielleicht habt ihr es nicht gehört, aber die kommen hier vor. Und deinem Fleische dich nicht entziehst. Und deinem Fleische, das sind unsere Verwandten. Und anfangen tut es zunächst einmal, dass wir die Schlinge der Bosheit lösen.
Und das hat natürlich unbedingt etwas mit Vergebung zu tun. Ich bitte den um Vergebung, den ich in einer Schlinge der Bosheit, zum Beispiel meiner Habgier, meinem Geiz, festhalte. Diese Worte sind zunächst einmal an die Oberschicht, an die Regierung, an das Sanhedrin gerichtet von den Propheten. Denn in ihrer Macht steht es natürlich, Hungrige zu speisen. Jeder einzelne von uns, wir können nicht die ganze Welt versorgen, geht nicht. Und hier möchte ich doch nochmal betonen, wie dankbar wir sein können, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland leben, wo wir doch gute Sozialgesetze haben. Natürlich haben wir Herausforderungen, gerade jetzt mit unseren Flüchtlingen. Und da in diese Richtung ist es unbedingt notwendig, weiterzudenken. Aber wir können es auch runterbrechen auf uns, auf jeden Einzelnen. Ich denke, Bosheit kennen wir alle. Kleine Sticheleien, Mobbing. Und dann, ja, die schwierige Beziehung zu meinen Verwandten. Wie kann ich daran arbeiten, dass es besser wird? Und dann die Geschichte mit, brich dem Hungrigen dein Brot. Wir können es übertragen. Hungrig sind unsere Mitmenschen alle. Hungrig nach Liebe, hungrig nach Anerkennung, hungrig nach Bestätigung. Und ich habe das Brot, in Anführungsstrichen, was sie brauchen. Ich kann ihnen ein anerkennendes Wort geben, kann sie bestätigen, kann Zeit mit ihnen verbringen, kann mich ihnen zuwenden. Genau das möchte Hashem von uns. Gott lieben, das ist ganz schnell gesagt. Aber den Nächsten lieben, das ist harte Arbeit. Und besiegelt im Buche des Lebens werden wir nur dann, wenn wir uns mit unseren Mitmenschen versöhnt haben. Was ist Versöhnung? Nichts anderes als Zuwendung, wieder zur Einheit kommen, ganz werden mit den anderen Menschen. Mit den Mitmenschen versöhnt zu sein, bedeutet ihn eben in die Gemeinschaft mit hineinsehen und anzuerkennen, ich bin nicht der Nabel der Welt. Da gibt es neben mir andere Menschen und diese anderen Menschen haben die gleiche Würde wie ich. Versöhnt zu leben, das ist das Gegenteil von Egoismus. Nicht mehr alles haben wollen, nicht mehr alles behalten wollen, teilen. Brich dem Hungrigen das Brot. Teilen, Gemeinschaft mit den anderen mit hineinzunehmen in die Gemeinschaft. Und Vergebung gehört unbedingt zu einer funktionierenden Gemeinschaft. Interessant ist, dass Jeschua seinen Dienst genau mit ähnlichen Worten beginnt. Auch aus Jeschajahu, das zitiert er. Und wir lesen in Lukas 4, da ward ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er den Ort, da geschrieben steht: Der Geist des Ewigen ist bei mir, darum, dass er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu heilen die zerstoßenen Herzen, zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollen, und den Blinden das Gesicht und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein wollen, und zu verkündigen das angenehme Jahr des Ewigen. Jeschua ist dem Menschen 100% zugewandt. Und nicht nur das. Er lässt niemals seine Stärke und Macht heraushängen, sondern er begegnet jedem Einzelnen genauso, wie er es braucht, wie es gerade heilsam für ihn ist, sodass er rundherum versorgt ist. Bekleidet, befüttert, könnte man schon sagen, eben glücklich, ganz. So sieht es aus. Und wenn wir das tun, dann sagt uns Jeschajahu Folgendes in Vers 58 im Kapitel 8 und im Vers 8 im Kapitel 58: Dann wird anbrechen gleich dem Morgenrot dein Licht und deine Heilung schnell gedeihen, und es ziehet dir voran deine Frömmigkeit. Die Herrlichkeit des Ewigen schließt deinen Zug. Hashem möchte, dass wir in seine Fußstapfen treten, dass wir das tun, was er auch tut. Und
Er hat es uns vorgemacht. Er hat die Nackten bekleidet, den Hungrigen das Brot gebrochen. Und das ist eine ganz neue Einheit. Sicher werden wir auch mal darüber reden. Es ist aber letztlich genauso. Hashem hat es gemacht und wir sollen es auch machen. Jeschua hat es getan. Es ist sein Auftrag, seine Sendung. Und wir sollen es auch tun. Und in diesem Zusammenhang, und damit möchte ich schließen für heute, ist es ganz interessant, was eigentlich dann die Messlatte beim jüngsten Gericht sein wird. Und da lesen wir in Matthäus 6 ab Vers 34. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist vom Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mich getränkt. Ich bin Gast gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden die Gerechten antworten und sagen: Wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dich getränkt? Wann haben wir dich als einen Gast gesehen und beherbergt oder nackt und dich bekleidet? Wann haben wir dich krank oder gefangen gesehen, sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und sagen zu ihm: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und in diesem Sinne möchte ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich wünsche euch einen besinnlichen Tag. Kommt morgen wieder dazu. Morgen wird Rebbe Baruch unser Thema abrunden und abschließen. Ich entlasse euch mit dem Wunsch: Seid eingeschrieben und gesiegelt im Buche des Lebens. Eure Gabi.